Ich rufe jetzt im Schneiders an und sage für heute Abend ab. Du musst dich erstmal ausruhen. Aber warum? Weil du müde bist und völlig abgespannt. Und ich will nicht, dass du deine Energie an ein hungriges Publikum verschwendest. Quatsch. Gib mir einfach ein paar Minuten und ich bin wieder topfit. Marlene, bitte. Nimm dir die Ruhe und die Zeit, die du brauchst. Außerdem machen dich ein paar Ebener-Döner noch interessanter. Du, die Warterei und die Untersuchung, das hat mich einfach so ein bisschen müde gemacht. Aber ich bin nicht krank. Du bist schwanger. Ich will doch einfach nur Rücksicht nehmen. Hör auf, du klingst wie meine Mutter. Du bist eine großartige Künstlerin und ein verdammt harter Knochen. Aber es gibt keinen Grund, mir das gerade jetzt zu beweisen. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich auf diesen Abend gefreut habe? Ich bin seit einer Ewigkeit nicht mehr aufgetreten. Dafür gab es doch auch gute Gründe. Ja, die gibt's aber jetzt nicht mehr. Es geht mir gut. Hey. Lass mich meine Entscheidungen noch selber treffen, ja? Wo willst du denn jetzt hin? Zu Rebecca. Ich muss doch noch mein Abendkleid probieren. Marlene, du kannst doch heute nicht auftreten. Du hast einen Schwangerschaftsabbruch hinter dir. Könnt ihr mal alle aufhören, mich zu bevormunden? Du klingst schon genauso wie Tristan. Wieso tust du dir das an? Hm? Was ist los? Ich tu mir überhaupt nichts an. Ich habe mich heute befreit von diesem Ding in meinem Bauch und von dem schlimmsten Albtraum meines Lebens. Siehst du, genau deshalb mache ich mir Sorgen um dich, dass du jetzt alles überstürzt. Bitte rede mit Tristan. Er hat die Wahrheit verdient. Ich kann mich nicht länger rechtfertigen. Doch, wenn du es ihm erklärst. Und gib dir ein bisschen mehr Zeit, ja? Ich hol mir mein Leben zurück. Und daran wird mich niemand hindern. Wo bleibt Kim denn? Ich meine, sie wollte doch auch kommen, oder? Ich habe sie heute auch noch nicht gesehen. Hagen wollte auch schon längst hier sein. Ha, wenn man vom Teufel spricht. Nein. Sag später nie, ich hätte dich jemals warten lassen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe die besten Plätze für euch reserviert. Bitte, setzt euch doch. Ja. So. Du siehst einfach fantastisch aus. Und das sage ich nicht nur, weil das Kleid der Hammer ist. Ich hatte eine gute Designerin. Aber eine schlechte Freundin. Halt mich bitte nicht für herzlos, Rebecca. Vor ein paar Stunden war sie noch schwanger und jetzt kann sie sich gar nicht mehr erwarten, wieder loszulegen, diese publikumsgeile Bühnenschlampe. Stimmt. Eigentlich habe ich genau das gedacht. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, da hatte ich einfach wahnsinnige Angst. Wovor denn? Dass ich mein Kind niemals würde lieben können. Hey. Ich bin Marlene von Lahnstein endlich live zu sehen. Ich bewundere sie schon seit Ewigkeiten. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Mich kurz entschuldigen würden. Sehr verehrtes Publikum, ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Schneiders. Noch kannst du zurück. Nein. Wir alle haben lange auf diesen Abend gewartet. Nein, und das ist auch ganz gut so. So weit. Danke, Rebecca. Nach einer kleinen kreativen Pause steht sie heute erstmals und exklusiv für Sie, liebe Gäste, wieder auf der Bühne, um Ihnen eine Auswahl Ihrer alten und Ihrer neuen Songs zu präsentieren. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Marlene! Sehr verehrtes Publikum,
Auf einen unvergesslichen Abend. Mir ist ein bisschen schwindelig, aber zum Glück habe ich das Programm durchgehalten. So, Andi, jetzt noch mal ganz langsam. Was ist mit Arno? Keine Ahnung, aber er dreht gerade ein bisschen durch. Sieht so aus, als ob er seine Prüfung morgen hinschmeißen will. Prüfungsangst? Arno! Ich komme. Ich habe mich vorhin gar nicht vorgestellt. Vanessa Juli. Tristan von Lahnstein. Ich weiß. Ich versuche schon länger, Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich singe nämlich auch. Und jetzt drücken Sie mir gleich Ihr Demoband in die Hand. Ich würde lieber bei Ihnen morgen vorbeikommen und Sie persönlich von meinen Talenten überzeugen. Elf Uhr, Schloss Königsborn. Danke. Ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist. Ach, und keine Ahnung kriegt einfach so einen Termin bei dir? Bei ihrem Selbstbewusstsein, da ist sie entweder größenwahnsinnig oder sie kann ziemlich gut singen. Oh, ich glaube, ihre Talente liegen ganz woanders. Aline war übrigens großartig. Ja. Oh, sie sieht ganz schön erschöpft aus. Also okay bei ihr? Entschuldige mich kurz hier. Hey, alles in Ordnung? Ja. Ich muss gleich noch ein Interview geben, da wollte ich vorher einen Moment für mich. Ich mache dir morgen so viele Termine, wie du willst, versprochen. Aber jetzt wollen wir erstmal nach Hause kommen. Ich wusste doch, dass dieser Auftritt einfach zu viel für dich ist. Ich fahre dich jetzt. Nein. Mein Arzt ist das Allerletzte, was ich brauche. Ich wollte einen Moment für mich alleine. Ist das wirklich zu viel verlangt? Marlene, du hast einen sehr anstrengenden Tag hinter dir. Wir dürfen dein Baby auf keinen Fall gefährden. Unser Baby. Wenn du schon nicht auf dich wartest, dann ist es wenigstens mich tun, okay? Hey, ich liebe dich und ich will mich um euch zwei kümmern. Du machst dir Sorgen, dass irgendetwas nicht stimmt mit dem Kind, habe ich recht. Es war nicht deins. Was? Ich hab's heute abtreiben lassen. Alexander war der Vater. Lukas, auf den Gin Tonic. Komm sofort. Bis dann, wie geht's Marlene? Helena hat mir erzählt, dass sie fast umgekippt ist. Soll ich mal nach ihr sehen? Sie ist schon mit Rebecca nach Schloss Königsborn gefahren. Ich habe Charlie versprochen, dass ich erwarte, bis alle weg sind. Was hat sie denn? Marlene hatte heute einen Schwangerschaftsabbruch. Direkt vom Auftritt. Was? Sie war schwanger? Das ist ein ziemlich schwerer Eingriff, vor allem, wenn man danach noch so ein Programm vor sich hat. Und, wer war der Vater? Alexander. Ja, die
letzten Tage müssen echt hart für Sie gewesen sein. Die Warterei, bis die Ergebnisse der Biopsie da sind und man weiß, wer der Vater ist. Die Untersuchung war heute, offenbar hat man Ihnen das Ergebnis gleich mitgeteilt. Bist du dir da ganz sicher? Warum? Was stimmt da nicht? Ja, normalerweise dauert es mindestens einen Tag, bis die Biopsie ausgewertet ist und man die Vaterschaft bestimmen kann. Ich habe ihr ein Schlafmittel gegeben. Sie war völlig durch den Wind. Danke. Also dann. Und bitte weck sie nicht auf. Es hat ganz lange gedauert, bis sie eingeschlafen ist. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, dass du dir so viel Mühe gibst. Du siehst ja erholt aus. Hast du gut geschlafen? Oder nutzen die ganzen Cremes und Packungen am Ende doch noch etwas? Na, das würde ich ja hoffen. Dieses makellose Gesicht kommt ja nicht von ungefähr. Und es kann so gut liegen. Wie meinst du das? Du hast nie einen Vaterschaftstest gemacht, habe ich recht. Tristan, auf der ganzen Welt bist du der letzte Mensch, den ich verletzen wollte. Das Verfahren hat aber ziemlich gut funktioniert. Warum hast du es mir nicht gesagt? Was denn? Dass das Kind vielleicht von dir war? Ich hatte einfach nicht mehr die Kraft, mich zu rechtfertigen. Ich wollte, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Das hätte ich vielleicht auch verstanden. Ja. Bist du dir da so sicher? Ich weiß, soweit das auf eine Entschuldigung war. Die kann ich dir nicht geben. Ich wollte dir wirklich niemals wehtun. Aber mir auch nicht. Deshalb kann ich meine Entscheidung auch nicht bereuen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich für die nächsten paar Tage zu meinen Eltern gehe. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Wenn du mit Sicherheit gewusst hättest, dass das Kind von mir ist, hättest du die Schwangerschaft trotzdem abgebrochen? Das war My Fair Lady. Vom Erscheinungsbild her durchaus wandlungsfähig. Ich fand es schon immer faszinierend, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Auch wenn es für andere sehr verwirrend sein kann, aber das wissen Sie ja selbst. Wie meinen Sie das? Sie und Marlene sind doch noch ein Paar, oder? Ja, und? Wissen Sie denn immer, wann sie Marlene ist? Und wann sie ihnen etwas vorspielt? Es kann schwer sein, mit so einer Frau eine Beziehung zu führen. Habe ich recht? Man weiß nie, woran man ist. Wer weiß das schon?